Warum holst du Bücher? Hä? Warum holst du Bücher? Ich will so tun, als würde ich lesen. Wackelt der Tisch? Ja, ja, das habe ich durch Zufall gegriffen. Du hast aber ein schönes Buch, auch was Heiteres. Dresden im Luftkrieg. Ja, das war Abendlektüre. Und das hier ist Hinter dem Schleier der Tränen. Wir tun jetzt beide so, als würden wir leben. Ich habe hier ein Magazin, das heißt Perfekte Muskeln. Und das ist auch nicht für uns geschrieben. Fühlen? Wow, ja. Das ist noch ein weiter Weg. Ja, ach so. Ja, oh, ist nichts los, toll, oder? Nein, ein bisschen Ruhe hier. Ja. Weil sonst immer so voll ist und laut. Herrlich. Boah, die Popcornchen, da ist aber nicht wenig Zucker drin. Das überrascht mich jetzt bei Popcorn. Nein, aber das ist wirklich sehr viel. Probier mal eins. Das klebt alles zusammen. Ich krieg die Zähne nicht mal auseinander, leck mal. Boah. Na Jungs, alles gut? Hallo. Hallo. Kannst du mir ein Wasser mitbringen? Ja, mach ich. Sag mal, wann isst du Äpfel und wann isst du Bücher? Ich dachte heute mal, mach mal ein bisschen was intellektuell. Das ist doch viel zu gesund für dich, Ralf. So, ich mach mir auch was zu trinken. Mögen die Spiele beginnen. Janine berichte aufgeregt über den Besuch des Influencers. Und Leute, ich muss euch was erzählen. Ja, was denn? Das ist so, so, so krass. Ich brauche was richtig Hartes jetzt dafür. Pass auf, wir trinken Kräuterlikör, Ralf. Leute, ich bin so nervös. Ah. Spitzt eure Öhrchen. Leute, ihr kennt doch so richtig coole Influencer, oder? Ihr wisst, was ein Influencer ist, ne? Das ist so jemand, der im Netz ganz viele Follower hat. Und so einer kommt heute, Leute. Und das wird so krass, weil, passt auf, es gibt so Travel-Influencer. Sag nochmal. Travel-Influencer. Influencer. Ugs. So, pass auf. Ja. Zur Titte, zum Sack, zack, zack. Und wenn man keinen hat? Na gut, ich habe sie auch getrunken. So. Und wenn der über unser Hotel richtig geil berichtet. Ja. Entschuldigung. Macht nichts, das mache ich, hier noch ein bisschen, dann ist besser. Dann hat man es auf beiden. Nein, nicht bei mir bitte. Ich massiere es dir auch an. Pass auf, Leute, jetzt im Ernst. Sag. Wenn der über unser Hotel richtig geil berichtet. Ja. Dann. Da kriegen wir ganz viele Follower und vor allen Dingen ganz, ganz viele Gäste. Yes! Ja! Und was heißt das? Money! Leute, aber das ist hier nicht mehr so schön ruhig. Es muss hier wirklich jetzt aufgeräumt sein. Es muss alles super aussehen. Ralf, Influencer sind für dich üble Schnorrer. Ich zeigen, dass wir den ganzen Tag rumsaufen. Das tun wir schön mal weg. Ich hab Wasser. Leute, das wird so krass. Sollen wir irgendwas vorbereiten? Schnittchen oder irgendwas? Kannst du, mir mal helfen, das alles wegzuräumen hier? Alles? Ich komme. Ja. Weißt du, die haben ja eigentlich nichts, verstehst du? Und die greifen ja alles ab, was sie kriegen können, diese Influencer. Diese Influencer, das stimmt. Alles greifen die ab. Wirklich alles. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir bringen alles, was irgendwie einen Wert hat, in Sicherheit. Verstehst aber du? Aber glaubst du, dass das Hotel dann noch wirklich gut wirkt, Ralf? Nee, der klaut alles. Ralf, du hast sie noch nicht alle. Nee. Die machen das, die nehmen alles mit. Die haben ja kein Geld. Die tun ja nur so, als würden sie Geld verdienen. Verstehst du? Das ist ja, nee, nicht mit mir. Dann ist das Hotel weg und alles ist weg. Das kommt auch weg. Ja, das. Können wir die liegen lassen, die Zeitschriften? Sollen wir komplett leer räumen am besten? Bitte? Alles leer? Komplett ausräumen? Alles weg. Alles. Aber was soll das denn dann? Das sind Schnorrer. Die können nichts, die tun nichts. Die posten, Entschuldigung, ich habe die volle Abfuhr gemacht. Die tun nichts und die klauen ihm alles mit, was sie kriegen können. Das stimmt, aber wir können doch nicht mit mir. Wir können doch nicht ein leeres Hotel präsentieren. Was influenzt der denn dann? Das hat nichts mit der Grippe zu tun. Ja, das habe ich nicht bedacht. Ja. Ja. Dann hole ich jetzt die Sachen wieder aus der Kiste. Die sind eh hässlich, die kannst du drin lassen. Okay. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass es hier wirklich gut aussieht. Es sieht doch gut aus, guck mal. Ja. Ist alles sauber hier. Guck mal, wir stellen den Puff noch hier zur Seite. Ja. Ich glaube, es ist noch nicht so richtig klar, was Influencer wirklich sind und wie wichtig sind. Influencer, das weiß Simon. Simon, du kennst die aktuellen Trends der jungen Leute. Stellt euch das mal vor, die Halbpunks und Schmitz, die stehen Schlange, Leute draußen, die stehen da Schlange. Ja, wir brauchen aber was auch, um die Kids zu locken. Die Kids? Ja, die Kids. Hey, das ist ein Influencer, verstehst du? Ja, aber wenn der sieht, dass wir hier die coolen Sachen machen, was die Kids so machen. Coole Sachen? Ja, wir müssen rum und wir begrüßen ihn mit einem TikTok-Video erstmal. Bitte was? Mit einem TikTok?
Nee, wisst ihr was? TikTok, doch, ja. Du musst erst TikTok essen und dann tanzen. Das ist TikTok-Video. Aber ja, wisst ihr was? Wir könnten doch so ein genau so ein Tanzvideo machen auf TikTok. Ja, die machen doch sowas. Ja, aber zu irgendeiner coolen Musik. Was habt ihr? Was haben wir für einen Song? Mit Taktik auf TikTok. Wisst ihr, was sie so hören? Die hören so Cardi B und so, hey, yo, man. Wer? Yo, yo, Motherfucker. Sowas. Okay, dann machen wir ein Motherfucker-Video. Ja, oh Gott. Ja, sowas machen die. Vatermacker ist netter. Vatermacker? Vatermacker. Ey, du Vatermacker. Und was tanzen? Ich meine, wir müssen dann ja alle zusammen was tanzen. Das und ist wir ja müssen, was die Kids auch immer gern machen, ist so Foodblog. Komm, wir machen Foodblog. Musik machen. Okay. Aber du willst jetzt einen Foodblog machen, während ja, du tanzt? Ja, wir machen Foodblog. Ihr tanzt und ich mache im Hintergrund, hey Leute, ich habe heute ein bisschen was gezaubert. Und zwar, er nimmt meine Zitrone und eine Limette und beißt rein. Sind die echt? Das ist ja eklig. Natürlich sind die echt. Das ist Foodblog. Das ist Foodblog. Ja, ja, das macht man so. Foodblog. 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 Ja. Ach, einen Fußblog. Genau. Man malt mit den Füßen. Man malt mit den Füßen. Foodblog. Und wofür? Damit wir Gäste kriegen? Damit wir, wenn der Influencer kommt und dann influenzt und dann sehen die seine Influencer-Follower, ja, die Kids sehen, was er macht und sehen, wie cool wir sind. Geil. Und dann sagen, den wollen wir auch followern. Die werden auch Influencer. Influencer. Das ist aber richtig auch cool, oder? Boah. Meint ihr, wir können aber gegen so eine Riesennummer anstinken? Klar. Ich habe gehört, das muss ein super Typ sein. Wir reiten die Welle mit. Wir gucken uns das ab. Wir schreiben mit. Wir gucken uns das genau an und danach machen wir es selber. Aber weißt du was? Ja, wir haben ja noch gar keine Follower. Es wäre doch viel besser, wenn er was reinstellt. Ja, erst macht er was rein und dann machen wir was rein. Wir sind schon vorbereitet mit den besten Trends der Kids. Ja, und dann geil. Haben wir Ralf, spreche in Sensationsschlagzeilen über die Pension. Ja, das ist also Hammer! Also, das da muss ist man der 400 Oberhammer! Ja. Oberhammer. Weil dann also. Boah, ich seh schon! Da, ich seh schon vor mir, da steht Halbpension außer Rand und Band. Ja. Explosiv, Doppelpunkt, Halbpension. Wegen Peng? Ich habe ihn verstanden. Jetzt, wegen totaler Überfüllung, für 3 Jahre geschlossen, Halbpension. Das ist die Schlagzeile. Oder? Dankeschön, Schlagzeile. Das ist die Schlagzeile. Okay. Die Halbpension läuft noch 20 Jahre weiter ausgebucht. Wegen 400 Followern? Gaga-Irrsinn. Simon nackt gesehen in der Halbpension. Halbpension-Welle. Halbpension FKK. Ja. Janine, du hast einen schlechten Orientierungssinn. Also, genau. Ich habe gehört, dass. Jetzt gerade gehört? Ich habe gehört, dass der kommt. Und wir müssen dem dann auch sagen, wie er hier hinkommt. Hä? Er muss aber ein mega, mega, super, super duper Influencer sein. Wie viele? Aber. Ja? Ja, der hat ganz, ganz viele Tausende von Followern. Tausende, aha. Aber wir müssen dem ja dann auch zeigen, wo sein Zimmer ist. Und da fängt das Problem jetzt an. Wieso, warum? Ich sag's, geht relativ gut eigentlich. Pass auf. Geht die Treppe rauf und dann. Pass auf, wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, ja, ne, zum Beispiel. Also, ich ja mal, also zur. Die Treppe wäre hier. Hier. Die Treppe. Ach, kann man den, noch den Aufzug nehmen. Da war's Treppe. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in dein Zimmer wollte, Ralf, ja, ne, und ich gehe jetzt Richtung dein Zimmer. Aber das ist und ja dann, falsch. Das ja, ich muss dem ja zeigen, wo der nachher seine Koffer hinbringt. Ja. Aber, genau, du bist, aber da geht's. Nee, warte mal. Die das ist jetzt aber langsam völlig ja falsch. Warte mal, pass auf. Nein. Pass auf, Ralf, wo ist dein Zimmer? Mein wo Zimmer ist, dein Zimmer ist alles okay? Nein. Hast du die Orientierung verloren? Ja, kannst du mir sagen, wo dein Zimmer soll ist? Soll ich dich mitnehmen? Bitte, Ralf. Na komm mit, komm mit. Ralf, also wo ist dein Zimmer? Mein Zimmer ist oben. Pass auf, wir gehen hier die Treppe rauf. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ach, Achtung, niedrige Decke. Ja, warum gibt es nicht in unserem Hotel auch sowas wie so ein Navigationssystem? Weil wir noch nicht so groß sind, aber bald, bald. Aber für uns Frauen ist das schon relativ groß. Ja, ich weiß. So. Aber guck mal. Das ist dein Zimmer. Das setze ich mal. Das ist mein Zimmer. Ach, Ralf, ich bin so froh. Ja. Jetzt setzen wir hier. Aber ja, warum in deinem Zimmer? Ich muss ihm doch sein Zimmer zeigen. Du wolltest eigentlich doch hier hin. Komm, dann zeige ich dir ich noch ein anderes Zimmer. Ich wollte ja in sein Zimmer. Ja, ich weiß gar nicht, zeige wie jetzt. Komm, pass auf. Ich zeige dir. Okay. Achtung, Kopf. Okay. So, und hier sind die anderen da Zimmer. Da bringen wir ihn rein, ja? Guck mal, hier sind die anderen Zimmer. Okay. Guck mal, da siehst du, da sind die Zimmer. Alles klar? Da ist das Zimmer für ihn? Da ist das Zimmer. Meinst du, ich soll mal gucken? Bestimmt. Ich geh mal gucken. Geh mal gucken. Sind da auch noch andere Zimmer? Da sind andere Zimmer. Da sind auch die anderen Gäste. Und woher finde ich dann jetzt sein Zimmer? Ist die Nummer 6. Die Nummer 6? Ja. Das finde ich. Danke schön. Ja, gut. Alles gut, ja.
Danke, Schatz. Ja. Hat sie doch nicht mehr alle. Ja, das kommt von dem Schnaps. Was? Das kommt von dem Kräuterschnaps. Das war von dem Schnaps? Ja, natürlich. Die liegt doch nicht mehr ganz sauber. Die weiß in der eigenen Pension nicht mehr, wo alles ist. Die ist da lang gegangen, um da hinzukommen. Ja, die hat den langen Weg genommen. Die hat einmal die Kurve genommen, wieder zurück. Vielleicht will die abnehmen. Das ist es. Das war alles nur abgetan. Powerwalking. 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 Ach.